Sagen wir so, ich finde, wir spielen eher auf einem Niveau, auf dem ich mithalten kann. Wenn wir jetzt wirklich Torment 4, 5 spielen, das wäre mir wieder zu unsicher. Ja, aber wir würden ja über die Arbeit machen. Du müsstest da nur ein bisschen von hinten draufhalten. Du müsstest ab und zu mal vorm Dungeon fegen oder so, das wäre schon gut. Hinterher aufräumen. Ein bisschen putzen, ein bisschen Staub wischen, passt schon. Nein, aber ich merke einfach jetzt beim Spielen, ich schaue überhaupt nicht mehr drauf, wo ich drin stehe, ich schaue nur dorthin, wo ich hinschieße. Und das ist nicht so gut eigentlich. Ja, eigentlich nicht. Wir sagen eigentlich dir schon nicht, Bescheid, wenn da was kommt. Ich gucke auf deinen Lebensbalken mit, keine Sorge. Du droppst. Ey, ohne Scheiß, ich guck die ganze Zeit nicht auf meinen Lebensbalken, sondern immer auf die Leiste links. Ich sehe das aber auch, wenn jedes Mal einer droppt, sehe ich das. Also, ich hab das immer im Auge. Nein, ich bin voll einfach dumm bei mir. Ich bin gewöhnt, dass ich Barb spiele und direkt am Mob stehe, den ich hau. Und jetzt stehe ich halt weit weg, schau trotzdem dorthin, wo ich hinhau und vergesse teilweise zu schauen, ob ich wo drin stehe. Deswegen stehe ich auch meistens immer im Frozen Pulse drin oder im Thunderstorm oder wie das heißt. Wir müssen uns also kümmern, ja, toll. Jede Runde aber hier, das, ne? Aber das Gute ja, die ist jede dass Runde ich genug Leben hab und Resis. In der seltenen Hütte. Ich habe 4 Fetische habe, was ist da los? Das ist was das da für eine Hütte? Waren wir da schon? Achso, das war der Bauernhof. Oh, ich bin ein Witch Doctor. Ich kann nicht gesprochen haben. Schon geil. Sehr, sehr geil. Super geil. Sag mal so, ich hatte lange schon nicht mehr dieses Erlebnis, oh, ich sterb gleich, dass ich langsam nachlässig werde, glaube ich. Ey, wir machen auch besser heute keinen Boss mehr. Dann passt das. Dann läuft das. Ich muss auch sagen, bei dir würde ich nicht lachen, wenn du sterben würdest. Ja. Das ja, würde mich ein bisschen mitnehmen. Ja, ohne Scheiß. Aber als ich das erste Mal gestorben bin, habt ihr mich ausgelacht. Haben wir? Weil ich angespuckt wurde von dem blöden Viecher. Ich habe ja extra mein Kanonenfutter gespielt, weil wer spielt ernsthaft einen DH in Hardcore? Also der ist ja wirklich so labil, gerade mal auf Torment 6. Ja schon, aber auf Torment 6. Ja, aber da waren wir ja nicht bei, als du gestorben bist, oder? Ich hab den nie gespielt, weil der mir einfach zu labil ist. Der kippt da bei jedem Dreck um, wenn du nicht aufhörst. Oder war das hier beim Leveln jetzt vor kurzem meinst, oder was? Nein, nein, ich meine damals. Beim alten D3, also. Ja, aber da gab's ja kein Problem. Das alte D3. Das alte D3. Das neue D3 und das alte D3. Noch vor dem Patch und allem. Und da waren wir bei, als er dir verreckt ist. Nein. Dass ich das ja, erste Mal jetzt gesagt, mit euch gespielt hab. Ja. Jetzt vor ein paar Tagen, als ich das erste Mal mit euch gespielt hab. Ja, meine ich ja vor ein paar Tagen. Ja, das, ja. Bist du da gestorben? Bist du nicht gestorben? Ich hab ja selbst gelacht, ja. Weil er mich genau den Weg geschossen hat. Ich raff hier gar nichts mehr. Ja, wir wissen, ich weiß aber nicht, da hast du bestimmt mit irgendwem anderen gespielt, irgendwelchen deutschen Typen da. Du verwechselst uns bestimmt. Ich bin einfach mit was eigentlich für einer Klasse bist du denn da gestorben? Ja, Demon Hunter. Demon Hunter hat er gerade gesagt. Das hab ich schon gerafft, aber. Beim ersten Quest. Aber. Ja, das ist Tyson! Goblin! Ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, ungefähr 4 Stunden gebraucht für den ersten Quest, aber. Ja, ganz am Anfang meinten wir. Ja. Aber, wie gesagt. Ach, Level 1! Ich hab auch nichts verloren. Oh, das ist ja sowas von unwichtig. Oh, du machst mich körre. Ich Level 1, natürlich, da haben wir über, da habe ich nur gelacht die ganze Zeit, das war so witzig. Ich meine, ich spiele nicht ernsthaft einen Demon Hunter, weil ich den nie spiele, ich kann mit dem nicht umgehen. Aber, ja, aber den da, hatte ich. Da ich hatte dir den doch gesagt, das spielt keine Rolle, ob du einen Demon Hunter, einen Wizard oder sonst was spielst auf dem Level, weil du eh nur eine Fähigkeit hast. Ja. Aber jetzt habe ich auch den gerafft, irgendwie noch in meinem Charakterfenster, auch den habe ich nie gespielt, den verwende ich jetzt einfach mal für die Runde zur Garde. Wenn der stirbt, ist es wurscht. Der war ja Level 4, war der. Ey, wir sind da alle krepiert. Aber erst beim Captain. Beim Captain, ist, ja. Beim Captain immer, nämlich, ja. Ja, du kannst wir beide, ja. Am Anfang, du kannst keine Armbrust oder einen Bogen beim Händler kaufen. Der hat nur Schwerter oder Äxte. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit keine Waffe, also ich hatte 4 DPS. Aber hättest du mich gefragt, ja? Ich habe nämlich alles auf der Bank, in der Kiste. Ja, aber das ist ja unnötig, wenn der so bald krepiert, das ist ja. Ja,
Das schon, aber. Aber es ist auch nichts gedroppt, dass ich irgendwie mehr Schaden gemacht hätte, also. Das ist echt krass, wie viele Low-Level-Sachen ich habe, so. Aber jetzt nicht bis Level über 20 hinaus, sondern wirklich nur Low-Level-Sachen. Und die habe ich schon seit Ewigkeiten. Und die habe ich immer wieder benutzt und dann weggelegt. Wie die beiden Waffen, also wo ich dir eine gegeben habe. Bolt. Ja, die Sachen verliert man ja auch nicht, weil man bei so einem geringen Level meistens nicht stirbt. Ja, meistens halt. Nur Galva. Nur Galva. Der stirbt mit Level 3. Ja, der stirbt mit Level 3, der hat es geschafft. Das war so witzig, oh mein Gott, ey. Schade, dass ich das damals nicht gestreamt habe. Hier ist House of Curious. Alter, ey, die haben echt die Spawn-Chance von den Dingern erhöht. Echt krass, wahrscheinlich weil die ganzen Achievement-Geilen umgeholt haben. Muss man reparieren. Gut. Ja. Ja, die Achievements interessieren mich nicht. Ja, mich auch nicht. Außer die sind Hardcore Mega Torment 6 Achievement, man besiegt Diablo, das finde ich cool, sowas hätten sie mal und so. Ich würde es ja leibend finden, wenn man einen richtig guten Skin oder Banner für irgendein Hardcore Achievement kriegt, aber es ist ja nicht einmal so, dass die so richtig hübsch sind, das ist. Ja. Die müssten einfach dann irgendwas hinzufügen, dass man halt auf dem Banner irgendwas leuchten lassen kann oder so, dass irgendwas, weißt du, so extrem geil aussieht. Irgendwas richtig. Dass es schimmert oder irgendwas. Ja, aber. Muss halt irgendwas sein, woran was man irgendein Noob sehen kann, dass das nichts Normales ist. Ja, das richtig geil ausschaut, wo genau. Man sich denkt, das will ich unbedingt haben. Mein Flügel hat auch jeder Affe. Ja, das ist genau sowas. Ich wollte gerade sagen, die Flügel. Weißt du, was man halt. Was denn? So ein Fetisch, der die ganze Zeit um den Banner rumläuft. Der rumtanzt. Weißt du, was ich meine? Ja, der so richtig. Dass da so ein kleiner Fetisch die ganze Zeit da rumtanzt. Sehr cool. Ey, können wir danach mal Akt 2 spielen? Ich bin ein bisschen angepisst von der Gegend hier. Ja, mich nervt's auch, aber diejenige, die hier sein wollte für Schlüssel, hat noch keinen einzigen Weg. Da ist ja was faul dran. Das kann ja nicht sein. Also, ich habe jetzt schon 4 Stück, glaube ich, gekriegt in der Zeit. Ey, wo seid ihr alle? Ich bin hier oben allein. Okay, ist klar. Ich glaub, okay. War ich das allein? Ich könnte mich doch. Ey, der Ois ist jetzt Level 23. Erst! Was? Der muss doch schon 40 sein oder so! Ich habe ihm noch gesagt, in der Zeit, wo ich weg war, wäre er schon längst Level 60 gewesen. Alter, was macht er denn? Ich weiß es nicht. Ois, bist du im Teamspeak? Was ist denn los? Sollen wir dir helfen? Sollen wir dich irgendwie. Du bist im Teamspeak! Ois! Was ist denn da los? Das ist ein Bosse. Ich weiß auch nicht, wie ich dir helfen kann. Soll ich dir irgendwelche Waffen geben oder irgendwas? Also Vorsicht. YOLO! Ich kann dir auch irgendwelche Waffen geben oder irgendwas. Ey, Hauptsache du kommst mal voran. Was spielst du denn überhaupt? Vorsicht, Mountain. Toll, hab ich weggeführt. Wurde vom Mountain weggeführt, ja. Nice. Oh, schreib mich ruhig an. Kannst du mir auch im WhatsApp schreiben, wenn das so peinlich ist oder so? Ja, vielleicht ist er einfach nur chillig unterwegs. Er weiß ich ja nicht, was er macht. Ja, er ist auf jeden Fall vorsichtig, aber. Die ersten paar Chars, die ich gemacht habe, war ich auch ziemlich langsam, weil ich einfach so übervorsichtig war. Nee, das glaube ich. Nee, das war ich nie. Nein, das Beste ist, wenn ich einmal gestorben bin, war so richtig danach so, oh, der scheiß drauf, wirklich. Und bin einfach durchgelaufen. Weil so viel Zeit reingesteckt und dann doch gestorben. Ja, du sowieso, du bist ja hier aggressiv wie sonst was. Das nennt man Leidenschaft, ja. Leidenschaftlich, du bist natürlich du bist leidenschaftlich. Da ist der Keyworden. Keyworden ist rechts. Rechts ist der Keyworden. Da kommt er. Ich freue über die Sachen passieren und sich aufregen. Der Keyworden. Hab ich doch gerade gesagt, man hört mich? Hallo? Nö. Hallo? Keyworden. Vorsicht, Keyworden. Hallo, ich bin Raj. Kann ich ja auch nicht so nachmachen, ey. Ich bin so lustig, wenn Leute so Indisch sprechen können. Aber wo ist denn der jetzt hin? Mal wieder ein Upgrade. Wo ist denn der hin? Runtergelaufen, oder? Ah, da, ja. da kommt er wieder. Schön. Er macht einfach Molten. Er hat ein viel cooleres Molten als ich. Ich will auch so einen Molten haben, ey. Ich hab die richtigen Schuhe an. Was soll denn das? Auch so eine Schleifspur, so eine ewig lange. Ich geh jetzt ran. Es ist vorbei mit lustig. So, YOLO! Jetzt kriegt er einen vollen Damage. Oh,
Die Soundeffekte. Die gibt's gratis. Wusch! Und weg ist er. Was ist denn da oben? Haben die Höhle noch? Ne, es ist Kassadin. Okay, ja, hab ich doch gerade erst gesehen. So, können wir jetzt einen anderen Akt gehen, bitte? Ja, bitte. Hast du wenigstens deinen Schlüssel bekommen? Ne. Aber geh mal bitte trotzdem in einen anderen Akt. Ja, das ist sehr cool. Sehr schön. Das macht mich glücklich. Aber ich habe gerade eine Offhand gefunden, die klingt zwar irgendwie nice, aber die ist trotzdem kein Upgrade für mich. Bleib mal. Ich suche immer noch eine aggressive Orte. Ja, die macht ja auch überhaupt keinen Damage. Aber meine jetzige macht aber noch weniger eigentlich. Okay, das Schrott. Ist die ich jetzt hab. Ja, nicht wissen. Savage. Ja, die macht doch viel mehr Damage. Guck dir das doch mal an. 18 bis 89 und deine macht 56 bis 242. Naja, aber ich denke mal 10% Crit müssen eigentlich mehr ausmachen, aber es tut's nicht. Gar keinen Fall. Ich habe da so kleine Backen rumliegen. Ich habe auch kein gutes Schild, also deswegen trage ich die Offhand. Aber ich glaube, ich habe die gecraftet, kann das sein? Nein, die habe ich gefunden. Crafted. Gecraftet. Ich könnte mal wieder eine craften. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, siehst du, danke schön, dass du es mal endlich postest. Ich wollte ja jetzt mal gucken. 22% ist ja geil. Life per Hit ist auch ziemlich krass. 771, was ist da los? Kein DPS. Ja, das stimmt wohl. Obwohl, die ist gut, die ist auf jeden Fall gut, ey. Ja, ja. Was machst du dir? Ne, Klasse? Ne, Offhand. Aber es ist alles Schrott. Kann einfach nix. Das ist alles nur Minus. Na, das geht gar nicht. Na. 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 Und du nimmst auch jedes Wort aus. Das ist aber so die witzig, ey. Nee. Die sagen nicht nee. Das haben wir bestimmt nicht. Ich weiß nicht, wo du das schon wieder her hast. Ich kenn genug Deutsche, ich weiß es. So, jetzt gleich weiter. Akt 2. Jodo, Swag. Klickety-Clack. Akt 2 wollt ihr? Ja, mein Junge, 3, mir egal, ob doch was anderes. Ich muss meine Kohle aus dem Auktionshaus holen. Was, deine Kohle aus dem Auktionshaus? Ja, wird nicht. Und ich verscherbe die ganze Zeug. Damit ich genug Geld zum Craften habe für die Expansion. Leute, wartet, nicht weitergehen. Da ist ein Treasure. Ne, nicht weitergehen. Was ist da unten? Treasure Bandit. Das ist ein. Der sieht aus wie ein Treasure Goblin, aber ist ein Boss in Lilana. Mit Lilana Schrift. Habe ich noch nie gesehen. Ich werde jetzt erst zu dir kommen. Wieso weißt du das dann? Ich habe gerade gesehen, der steht da. Ey, lass da alles reinfeuern. Kommst du, Jan? Ja, hast du nur angreifst, dann sag los. Nee, komm einfach. Ja, aber meine Minions greifen sofort an, deswegen sage ich jetzt. Nein, der steht weit genug entfernt. Ich bin sofort da, wenn du sagst, go. Wir sind eh ein bisschen im Abstand. Ja gut, dann komm ich jetzt. Ich port mich jetzt zu Vault, okay? Ja. Mach das. So, und jetzt los. Go. Da ist er. Ist auf Feuer. Ey, da wird's ja wohl nicht überleben. Also wenn das schafft, dann... Meine Fresse. Oh, Q1. Geil, Leute! Episch! Ist das geil. Ey, der hat nur Scheiße gedroppt, der Typ. War es viele Games bei mir? Nein. Weiß ich nicht. Also ich habe sehr viele Edelsteine gekriegt. Bei mir hat er so gut wie... Ja, 2 Edelsteine, ein blaues und ein gelbes. Bei mir hat er 3 Edel... Nee, warte, Common Debris, der hat ja nicht gedroppt, ey. 2 gelbe und... Ja, ein Stein. Bei mir hat der nur Crap gedroppt. Richtig Schrott. Und ich dachte, der droppt jetzt ein Legendary oder so. So ein. Ja, dafür ein Key. Alles klar. Alles. Ja, ich denke mir auch immer, der kriegt immer alles. Ich weiß nicht, was der hat. Wie viele Magic Fein hast du? Gar nichts. Null. Na, 30% muss mindestens haben. 20.
Also ich hätte jetzt genug, um drei ja. Maschinen zu craften. Ich kann eine machen. Ich kann mir noch gar keine machen. Ich hab, aber ich will keine Überbosse spielen, so. Ein Haufen Schlüsselchen, aber ich glaube...